Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Kunst im Himmel. Hey. Sieh mal, Doki, da ist der See. Wundert euch nicht. Unglaublich, ich bin gerade erst aufgestanden. Sieht ihr all die Kristalle an, die aus dem See herausragen? Ist das der See, an dem Tobus lebt? Und meine Stimme könnte noch ein bisschen im Arsch sein. Hey Doki, sieh mal her. Sieh nur, in der Mitte des Sees. Da ist eine Art Insel. Ich glaube, ich sehe jemanden. Geh hin. Ja, meine Stimme könnte noch ein bisschen kacke sein. So, die muss auch erstmal wach werden, aber ich brauche diesen Part heute. Und deswegen muss ich jetzt aufnehmen. Hey, was passiert denn da? Das ist Reptane. Jetzt habe ich es. Was an der Zeit? Nein, du kannst es nicht nehmen. Niemals. Das habe ich in der Vision gesehen, die mir der dimensionale Schrei gegeben hat. Die Vision, die ich hatte, es war also doch ein Ereignis aus der Zukunft. Wer ist das? Tobus? Wenn ja, dann steckt Tobus in Schwierigkeiten. Helfen wir ihm schnell. Hier unten im See. Hier liegt das Zahnrad der Zeit, nicht wahr? Ja, gut, Tobots. Na gut, Tobots ist dein Name, richtig? Entschuldige bitte, aber ich muss dieses Zahnrad der Zeit mitnehmen. Warte. Warte, Reptile. Du kennst meinen Namen? Der Dieb Reptile. Safe und Vesprit haben mir gesagt, dass du kommen würdest. Es wäre besser gewesen, ich hätte dich sofort angegriffen und aus dem Weg geräumt. Aber ich habe befürchtet, dass ich vielleicht verlieren könnte. Also habe ich einen narrensicheren Plan ausgetüftelt. Was? Was hast du gemacht? Ein Beben. Der See ist von lauter Kristallen verdeckt. Ist unmöglich, an das Zahnrad der Zeit ranzukommen. Reptine, das Zahnrad der Zeit, es ist für dich jetzt unerreichbar. Selbst wenn du mich besiegst, du wirst niemals. Du! Ich muss es haben und werde es bekommen. Ich brauche dieses Zahnrad der Zeit. Selbst wenn ich dazu dich aus dem Weg räumen muss, Tobot. Stopp! Du wirst aus der Zeit nicht stehen, Reptane. Ich will euch nichts tun. Geht aus dem Weg. Nein, ich gehe nicht. Da ist das dein Ernst. Wenn du mir nicht aus dem Weg gehst, dann lässt du mir keine andere Wahl. Ich werde dich aus dem Weg räumen. Versuch mich aufzuhalten. Okay, wir kämpfen jetzt gegen Reptane, oh Mann. Wie machen wir das? Mach so. So. Leute. Ihr seid gerade so ein bisschen am Arsch. Aber, ja, das ist das Problem bei Verfolgung. Ne? Machen wir mal Energieball. Sandgrab ist super. Nein, oder auch nicht. Okay. Ho. Ich stelle mich mal eben hier hin. Aua. Kann die Verfolgung mal aufhören langsam? Ey, das ist ja nicht mehr. Das ist. Nee, das ist schlecht. Was? Bei Sandgrab? Was? Mann, Verfolgung soll aufhören. Was ist das denn? Oh, das ist der größte Bullshit. Alter. Wir haben nur durch Verfolgung so viel Schaden bekommen, Alter. Geh mir aus dem Weg. Ich kann nicht reden. Aber ich rühre mich nicht vom Fleck. Du weigerst dich. Dann habe ich keine Wahl. Nein. Drang ist in Gefahr. Aber ich kann mich nicht bewegen. Nicht über das für das andere Zeit. Vergib mir.
Stopp. Oh, was zwiffenst? Alles in Ordnung, Dragon? Bitte, lass mich das erledigen. Du? Es ist viel Zeit vergangen. Es war nicht leicht, dich zu finden, Reptine. Wie war das? Der große Zwölfens kennt Reptane? Ja, sogar hier. Sogar hier hast du mich gefunden. Du bist wirklich hartnäckig, du klebst an mir wie eine Klette. Reptane, diesmal kommst du mir nicht davon. Zwölfinst, ich bin überrascht, dich in dieser Welt zu sehen. Aber ich bin bereit. Also wirst du kämpfen. So sei es. Aber kannst du gewinnen? Gegen mich. Reptane ist verschwunden. In dieses Schlitzohr, Reptane. Er hatte nie vor, gegen mich zu kämpfen. Von mir gibt es kein Entkommen. Der große Zwölfens ist auch verschwunden. Was ist geschehen? Ich begreife das nicht. Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann nicht. Mir ist schwindelig. Hey, da sind sie. Hey, komm bei euch. Oh Mann, sie liegen am Boden, oh ja. Hey, ist alles in Ordnung? Sie sind schwer verletzt, hm? Ja, schnell, wir müssen sie zur Behandlung in die Gilde bringen. Okay. Ei, ei, ei. Möchtest du den Abenteuer speichern? Nee. Mach aber nicht. Oh, bist du wach? Wo? Ihr seid in eurem Crewraum in der Gilde. Wartet, ihr wart beide verletzt. Ihr habt die ganze Zeit geschlafen. Geht es dir gut, Hoki? Ja, ja. Oh, bin ich froh. Ich weiß noch, dass ich am Kristallsee ohnmächtig wurde. Anscheinend kann ich widersprechen. Oh, was ist mit Tobots? Geht es Tobots gut? Es geht ihm gut. Dragon, im Vergleich zu euch war es nicht schwer verletzt. Es ist früher wieder zu sich gekommen und ist jetzt in der Gilde. Ah, das ist gut. Ich bin froh, dass es euch auch gut geht, Dragon und Doki. Ihr sollt den anderen sagen, dass ihr wach seid. Leute, sie sind wach. Ah, sogar Glibunkel. Wirklich wunderbar! Oh weia, das sind doch wunderbare Neuigkeiten. Oh, bin ich froh. Oh, wenn euch etwas zugestoßen wäre. Ihr habt euch ja wirklich Sorgen gemacht. Da fällt mir etwas ein. Ich muss euch was sagen. Hey. Und das wäre? Was? Was hast du gesagt? Du sagtest, dass der große Zwölfer zu Reptain. Du sagtest, die beiden haben sich vielleicht schon vor all dem gekannt. Ja. Es hörte sich so an, als sie kurz vor dem Kampf miteinander sprachen. Also, und was? Was ist dann aus dem großen Zwölfens geworden? Tja, Reptane ist gekommen. Und ich glaube, er hat die Verfolgung aufgenommen. Was? Der Notalarm? Hey, Dicker, was ist los? Magnetilo hat Alarm geschlagen. Aber Wachmeister Magnison ruft den Notfall aus. Wachmeister Magnetilo, ruf mir zu, worum es geht. Sprich deutlich, bitte. Hört ihr mich jetzt? Dies ist eine wichtige Nachricht von Obermeister Magnisone. Magnison. Alle Pokémon sollen sich am Hauptplatz von Stadtstadt versammeln. Er hat eine wichtige Nachricht an alle. Alle Pokémon in der Gegend werden zu diesem Treffen gerufen. Nun, nicht nur die Gilde. Das ist alles. Wir hoffen, dass ihr erscheint. Vielen Dank. Was da vor sich geht? Eine wichtige Nachricht, was kann es sein? Hey, spekulieren nicht. Es bringt nichts. Wir gehen einfach hin. Hey, machen wir uns auf die Sorgen zum Hauptplatz von Stadtstadt.
Ja, Mann. Das Geheimnis von Zwürfinst, Kapitel 13. Oh, da. Ah, die Gildenmitglieder. Also, warum du gar die Pokémon oder Gilde gerufen? Mir ist was geholt worden. Da muss die Sache wirklich jetzt sein. Torwurz. Hilfe. Vesprit. Alles okay? Bist du verletzt? Nein, mir geht es gut. Und das Zahnrad der Zeit? Es ist im Kristallsee. Ist es dort so unbewacht sicher? Kann es nicht gestohlen werden? Es ist fürs Erste sicher dort. Das Zahnrad der Zeit liegt sicher unter einer schützenden Schicht von Kristallen. Es wäre nicht leicht, es zu stehlen. Oh, hey, Zwifinst. Ah, Dragon und Doki. Ah, nee, ah, Dragon und Doki. Ihr seid in Sicherheit, da bin ich erleichtert. Zwifinst, ich bin auch froh, dass du wieder da bist. Danke, dass du uns gerettet hast. Also, kannst du uns sagen, was passiert ist? Was ist mit Graptain geschehen? Wo ist er hin? Ich habe Raptain verfolgt. Aber er ist mir entkommen. Zwifinst, am Kristallsee, als du mit Graptain gekämpft hast. Zwifinst, du und Raptain schienen einander zu kennen. Was war... Wenn ich unterbrechen darf, der große Zwifinst wird uns sagen, was er weiß. Und er wird auch über dieses Thema sprechen. Nun versammelt euch bitte alle. Okay. Oh, Donnerwetter, worum wird es denn wohl gehen? Oh. Tja, wer weiß. Frag mich nicht. Alle sind hier. Daher würde ich nun gerne mit der Besprechung beginnen. Das Thema ist die Welle von Diebstählen der Zahnräder der Zeit. Es wurden schon mehrere Zahnräder der Zeit gestohlen von einem Pokémon namens Raptain. In den Regionen, deren Zahnrad der Zeit gestohlen wurde, steht seitdem die Zeit still. Dies ist ein erstes Problem, wie ihr euch sicher vorstellen könnt. Raptain hat diesmal versagt. Er konnte ein Zahnrad der Zeit nicht stehlen. Es wurde erfolgreich beschützt. Wow. Das ist doch schon mal was. Und das heldenhafte Pokémon, das es beschützt hat, ist das mächtige Torwurz. Und der Held der Torwurz gerettet und Raptain vertrieben hat. Das war der große Zwölfinst hier vor euch. Oh, ist wirklich bemerkenswert. Ja, kein Wunder, ein berühmter Kunde ist. Oberwachtmeister Magneson. Leider muss ich unterbrechen. Vielleicht sollte ich weiter erklären. Natürlich, bitte erzähle selbst weiter. Pokémon. Es ist zwar ein Grund zur Freude, dass sie dieses Zahnrad der Zeit beschützt haben. Aber Tatsache ist, dass Raptain weiter auf freiem Fuß ist. Deshalb dürfen wir uns nicht in Sicherheit wiegen. Raptain wird euch höchstwahrscheinlich erneut versuchen, das Zahnrad der Zeit zu stehlen. Und es gibt noch eine andere Angelegenheit, die mit all dem zu tun hat. Es ist sehr von Bedeutung, dass ihr über diese äußerst wichtige Angelegenheit Bescheid wisst. Ich würde sie euch nun gerne erklären. Zunächst einmal. Dragon hat mir vorhin die folgende Frage gestellt. Und zwar... ob ich Raptain schon gekannt hatte, bevor all das geschah. Und ja, das stimmt. Ich kannte Raptain schon vor all dem. Was? Was ich euch gleich erzählen werde, wird euch womöglich völlig unglaublich erscheinen. Doch es ist die Wahrheit. Was ich euch nun erzähle, handelt von einer Gefahr, die gestoppt werden muss. Ansonsten droht eine Katastrophe. Ich bitte euch deshalb
um eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Als erstes muss ich sagen, dass Reptane ist ein Pokémon, das aus der Zukunft hierher gekommen ist. Aus der Zukunft? Zukunft? Papi, was meint ihr denn damit? Ich glaube, er spricht von einem Ort, an dem die Dinge noch nicht geschehen sind. Nee, schon geschehen sind, wenn schon, hallo? Aber ist so etwas möglich? Ein Pokémon, das aus der Zukunft kommt! Reptane wird in der zukünftigen Welt ein berüchtigter Verbrecher sein. Auf ihn ist ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Um in der Zukunft nicht gefangen zu werden, ist er geflohen. Seine Flucht hat ihn in diese Welt geführt. In die Welt der Vergangenheit. In dieser Welt angekommen, schmiedete Reptane einen Plan. Ein wahrhaftig katastrophalen Plan. Was? Was für ein Plan? Keinen geringeren Plan als die Lähmung des Planeten. Die Lähmung des Planeten? Ja. Wenn ein Planet gelähmt wird, hört jede Bewegung auf ihm auf. Wenn ein Zahnrad der Zeit entfernt wird, verlangsamt sich der Fluss der Zeit in der jeweiligen Region. Je mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, desto größer das Gebiet, in dem die Zeit langsamer fließt. Schließlich wird der Fluss der Zeit so langsam, dass sie ganz zum Stillstand kommt. Am Ende verfällt der Planet in einen Zustand vollkommener Lähmung. Wenn der Planet gelähmt ist, was geschieht dann mit der Welt? In einer Welt, in der die Lähmung des Planeten eingetreten ist. Nun, es weht kein Wind. Es wird auch nie wieder Tag. Es wird weder Frühling noch Sommer. Es ist eine Welt von niemals endender Dunkelheit. Man könnte es, ohne zu übertreiben, den endgültigen Untergang der Welt nennen. Den Untergang der Welt? Das passiert, wenn die Zahnräder gestohlen werden. Dass die Zeit in letzter Zeit außer Kontrolle geraten ist. Das kommt auch davon, dass die Zahnräder der Zeit gestohlen wurden. Wenn noch mehr Zahnräder der Zeit gestohlen werden, wird diese Welt untergehen. Das würde also passieren. Aber wie schrecklich. Oh, wir müssen jetzt etwas tun, ja. Hey, ich habe eine Frage. Es gibt etwas, das ich nicht verstehe. So, was denn? Ich verstehe, dass wir es mit einem Problem zu tun haben. Aber was ich nicht verstehe. Nun, ja, hey, das hat mit dir zu tun, Zwölfins. Woher weißt du so viel, Zwölfins? Ich meine, ich weiß, dass der große Zwölfin klugerweise ist. Und ja, ich respektiere dich und so. Aber wie kannst du die Zukunft kennen, egal wie klug du bist? Das stimmt. Jetzt, wo du sagst. Ah ja, was Krebskor sagt, ergibt durchaus Sinn. Unter normalen Umständen könnte ich diese Dinge tatsächlich unmöglich wissen. Also wieso weiß ich das alles? Der Grund ist, auch ich bin ein Pokémon aus der Zukunft. Was? Zwölfens ist auch ein Pokémon aus der Zukunft? Oh, Donnerwetter, oh. Ich bin ganz schwindelig, so kompliziert ist das ja. Oh, ja, wo ja. Mein Ziel ist es, Reptane zu fangen. Aus diesem Grund bin ich aus der Zukunft hergekommen. Ich musste so viel wie möglich in Erfahrung bringen, um sicherzugehen, dass ich Reptane fangen würde. Deshalb habe ich mir in der Zukunft sämtliches Wissen über diese Welt angeeignet. Darum weiß ich so viel
über diese Welt. Warum hast du es noch nicht früher gesagt, ja? Es tut mir leid. Ich habe mich dabei schrecklich gefühlt. Es tut mir aufrichtig leid, dass ich meine wahre Identität verheimlicht habe. Ich bereue es zutiefst. Aber was ich meine, was wenn ich meine Identität von Anfang an preisgegeben hätte? Was wäre geschehen, wenn ich gesagt hätte, dass ich aus der Zukunft komme? Wer hätte mir geglaubt? Außerdem musste ich vermeiden, dass Reptane auf mich aufmerksam wird. Ich beschloss, meine Identität geheim zu halten, solange ich meiner Arbeit nachging. Ja, das ergibt Sinn. Aber es ist eine Tatsache, dass ich euch getäuscht habe, dass ich meine wahre Identität verschwiegen habe. Das tut mir aufrichtig leid. Nein, bitte entschuldige dich nicht. Es ist nicht deine Schuld, du hattest keine Wahl. Ich stimme zu. Zwölfens hatte meinen Augen nichts Falsches gemacht. Wir sollten unsere Wut für Reptane aufheben. Wir müssen es irgendwie schaffen, ihn zu fangen. Ja, wir haben ein echtes Problem, wenn wir Reptane nicht schnappen. Wir müssen ihn kriegen, bevor die Welt runtergeht. Zwölfenst, ich würde gerne helfen. Ich auch. Oh ja, ich auch. Hey, ich bin dabei. Wir werden euch auch unterstützen. Ich weigere mich, ein Opfer zu sein. Wir werden nicht zulassen, dass er noch eins stiehlt. Ich bin euch allen sehr dankbar. Wir Pokémon, wir müssen zusammenhalten. Zusammenhalten, um so Reptane zu fangen. Zusammenhalten, um den katastrophalen Plan von Reptane ein Ende zu setzen. Ja! Ist das Gespräch jetzt langsam bald mal zu Ende so? Zwölfenst. Nassan hat die Zeit, aus dem Kristallsee zu bekommen. Dazu muss Reptane mich besiegen und das weiß er. Wenn er also noch immer auf dem Zahnrad der Zeit abgesehen hat, dann wird Reptane hinter mir her sein. Diese Situation sollten wir zu unseren Gunsten nutzen. Vespre, Turbutz und ich können zum Kristallsee gehen. Dann setzen alle das Gerücht in die Welt, dass das Zahnrad der Zeit versiegelt wurde, wird, damit es nie gestohlen werden kann. Vielleicht würde das Reptane dazu bringen, noch einen Versuch zu wagen? Ich verstehe. Ihr schlagt vor, ihm eine Falle zu stellen. Genau. Aber das würde bedeuten, dass ihr euch als Köder in Gefahr bringt. Nichts täte ich lieber. Wenn wir Reptane nicht aufhalten können, dann sind wir bereit, das Risiko einzugehen. Wenn das so ist, verstehe ich euch. Hört alle her, ich erkläre euch nun unseren Plan. Passt auf und tut, was ich euch auftrage. Erstens möchte ich alle bitten, ein bestimmtes Gerücht zu verbreiten. Erzählt überall von drei Pokémon, Selfie, Vesprit und Turbutz. Und dass sie zum Kristallsee zurückgekehrt sind, um das Zahnrad der Zeit zu versiegeln. Bitte verbreitet dieses Gerücht so weit wie möglich. Ich verstehe. Du weißt also, dass Reptane davon hört. Genau, aber das Gerücht allein wird Reptane nicht überzeugen. Deshalb muss ich Selfie, Vesprit und Turbutz bitten, etwas Bestimmtes zu tun. Ich muss sie bitten, wirklich zum Kristallsee zu gehen. Verstanden. Wenn Reptane dann bei Turbutz und den anderen auftaucht, können wir ihn schnappen. Jetzt verstehe ich. Oh weia, ich bin vor Spannung ganz aus dem Häuschen. Gefangennahme. Hey, ich übernehme. Das übernehme ich. Ich werde Reptane schnappen. Nein, das ist meine Aufgabe, Verbrecher festzunehmen. Da möchte ich nicht hinter den anderen zurückstehen. Geben wir auch unser Bestes, Doki. Es tut mir leid. Ich bin dankbar, dass ihr mir eure Hilfe anbietet.
Doch was die Gefangennahme von Reptane angeht, würde ich lieber alleine arbeiten. Was? Warum? Reptane wird extrem vorsichtig sein. Wenn er merkt, dass Tobots und die anderen wirklich zum Kristallsee gegangen sind, dann wird er außerordentlich Vorsicht walten lassen. Wenn wir also einen riesigen Hinterhalt am Kristallsee planen würden, dann würde ihm die Sicherheit auffallen, dass sich in der Gegend ungewöhnliche Pokémon aufhalten. Ich fürchte, dass Reptane sich dann nicht von Tobots und den anderen locken lassen würde. Also muss ich mich entschuldigen und darauf bestehen, dass ich Reptane alleine stelle. Oh, ich verstehe. Wie schade. Es tut mir sehr leid, Dragon. Diesmal will ich sicher gehen, dass ich Reptane fange. Bitte verzeiht meinen Egoismus. Soll sie das Geld im Gewicht gehen? Bis jetzt waren wir auf der Jagd nach Reptane. Luffy! Sein Ernst? Das war jedenfalls der Plan. Haltet euch diesmal raus. Wir bieten unsere Hilfe nur an, wenn sie gebraucht wird. Tja, ey. Meinetwegen. Warum keine Wahl? Ist dieser Plan akzeptabel, Meister? Ja. Danke für die Bescheidung. Puh, er ist noch wach. Danke, dass ihr mir alle zugehört habt. Ich weiß, dass ich euch um einen großen Gefallen bitte. Erledigt bitte euren Teil des Plans. Und lasst uns Reptane fangen, kostet es, was es wolle. Ja! Oh, endlich! Ich habe den Part schon 6 Minuten überzogen. So, wir sehen uns hier bei das nächste Mal wieder, Leute. Haut da rein.